Es ist die festliche Premiere eines Musical-Klassikers, auf die ganz Deutschland gewartet hat. Nach 12 Jahren kehrt das Phantom der Oper endlich wieder zurück nach Hamburg. Über 130 Millionen Zuschauer begeisterte das Stück mit den Melodien von Andrew Lloyd Webber weltweit. Es gilt als das bekannteste Musical überhaupt. Beim Phantom der Oper, bei dem Song, wenn ich den irgendwo höre, ich bekomme Gänsehaut. Also wirklich, das ist, ohne dass ich es im Griff habe. Und deshalb freue ich mich extremst auf heute Abend. Das Schwierigste zu singen, das Anspruchsvollste, ganz einfach, das ist so die Königin der Musicals. Ne? The costumes and the Make-up. Die Kostüme, das Make-up liebe ich. Klar, ich bin eine Frau. Und wenn ich den ganzen Theatersaal sehe, bleibt mein Herz stehen und ich könnte weinen. Ja, just ready for drama. Oh, ich habe sehr viele schöne Erinnerungen ans Phantom. Hier hat eigentlich für mich alles begonnen, weil ich hier erstens als Platzanweiser 2 Jahre gearbeitet habe. Aber ich habe auch im Hinterhaus gearbeitet und hier meine ersten Gesangslehrer kennengelernt, die mich eigentlich so auf den Weg Musical oder überhaupt den künstlerischen Bereich gebracht haben. Ich finde es einer der schönsten, vielleicht die Königsklasse, muss man fast sagen, der Musicals. Für mich war es immer eigentlich das Schönste, vielleicht weil es das Erste war. Und sie hat maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen. Anna-Maria Kaufmann verkörperte die Rolle der Christine bei der Deutschlandpremiere 1990 und spielte sie an der Seite von Peter Hofmann als das Phantom mehrere hundert Mal. Also ich glaube, dass ich das mitleben werde wie kaum jemand. Ich freue mich, dass ich das wieder erleben kann. Auch an der neuen Inszenierung ist sie wieder beteiligt gewesen. Als Coach gab sie ihr Wissen schon im Vorfeld an die neue Hauptdarstellerin Valerie Link weiter und begleitete sie während der Probe. Und dann ist es soweit. Das Phantom der Oper kehrt zurück ins Stage-Theater Neue Flora in Hamburg. Paris im Jahre 1881. Tief unten in den Katakomben der Pariser Oper fristet das unheimliche Phantom ein einsames Dasein und verbreitet Angst und Schrecken unter den Mitarbeitern. Christine Daae, die junge Opernsängerin, hat als einzige die Zuneigung des dunklen Wesens. Mehr noch, das Phantom ist vernarrt in die junge Frau. Eine tragische, sehnsuchtsvolle Liebesgeschichte. Es ist die Original-Broadway- und Londoner Produktion. Und es ist für mich einfach fantastisch, dieses Original auch hier in Hamburg wieder sehen zu dürfen. Fantastic for me. Die Show ist zu Ende, die Darsteller sind erleichtert und Anna-Maria Kaufmann ist begeistert von der Neuauflage des Musicals und der Leistung von Valerie Link. Und auch die beiden Hauptdarsteller selber konnten die Premiere genießen. Ich habe es als 50-Jährige in Stockholm gesehen. Mit Mikael Samuelsson hat unsere Phantom geheißen. Und ich war so von ihm begeistert, dass ich heute diese Rolle spielen darf. Das ist für mich der Hammer. Wirklich ein Traum. Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass es so gut ankommt und dass wir es jetzt geschafft haben. Und freue mich auf die nächste Zeit, die kommen wird mit dem Phantom der Oper. Doch nicht nur für die Hauptdarsteller war der Abend ein ganz besonderer. Die Premiere ist ein voller Erfolg und die Gäste sind begeistert. Ich war fasziniert von dem gesamten Bühnenbild, von den Darstellern und die Kostüme vor allen Dingen. Also echt ein Traum, unbedingt sehenswert. Ich liebe die Kombination von Live-Musik und Gesang und die schönen Kostüme. Das Stück ist eine tolle, moderne Interpretation der goldenen Musical-Ära. Es war sehr emotional, es war sehr spannend und es wurde immer emotional. Also die zweite Hälfte ging rum wie im Flug. Ich hätte gerne noch eine Stunde länger gesessen und zugehört. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, um so eine Kunst auf die Bühne zu bringen. Da muss man allerdings wirklich was können und das können die. Es scheint, als würde das Phantom der Oper mit seiner einzigartigen Geschichte an alte Erfolge problemlos anknüpfen. Der einzigartigen Geschichte einer großen, unerfüllten Liebe. Das Leben.